Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered. Ich muss jetzt gerade ernsthaft überlegen, wo wir Dass sind. Die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Hier irgendwas? Nee. So. Ja, ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, wo wir waren. Ich habe jetzt nämlich bestimmt schon anderthalb Wochen nicht aufgenommen. Also, es ist schon eine Weile her. Und ich hoffe, ich komme mit der Steuerung noch zurecht, denn ich spiele gerade ohne euch noch ein weiteres Spiel. Bin ich eine Schlagwaffe? Nee. Doch, habe ich. Gut. Ich kaufe eine Schlagwaffe. Ich frage mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Okay. Ich glaube, wir haben an einer guten Stelle aufgehört, sodass ich erstmal wieder reinkommen kann. Auch in die Steuerung. Kinnard Esquire. Society of Champions. Esquire nicht ein Anwalt? Ja, irgendwie, gell? Oh, da liegt Alkohol. Schräubchen. Okay, ansonsten haben wir hier nichts. Nämlich eben schon diese Blutspur gesehen und dachte so, ist doch bestimmt einer. So, wir gucken uns erstmal hier unten um. Voll. Voll, voll, voll. Warum sind wir denn so gut ausgestattet? Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, dass wir so gut ausgestattet waren. Wie sah es mit den Pillen aus? Ich wollte den Baum hier machen, ne? Genau. 40 Pillen. Okay, ich muss jetzt halt... ich muss gerade erstmal wieder so ein bisschen... reinkommen. Dina, frisches Blut. Bereit. Schuss. Hast du ihn? Jupp. Ja. Shit. Mein Herz rast. Meins auch. Die sind noch nicht lange hier. Noch einer? Pillen. So. Was hier passiert? Voll. Na ja, gut. Warte, da lag noch was. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keine Scars, die letzte Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy. Das war er ja dann bestimmt gerade. Oder das war der, der da tot vorne im Flur lag. I don't know. So. Tja. Aber ich glaube, das ist in so einer Welt, ne, wenn du so patrouillieren
musst und es passiert wirklich monatelang nichts. Du wirst halt einfach nachlässig. Schere ist auch voll. Ich habe hier noch 3 Schläge. Hier hätte ich 4 Schläge, wenn ich die verbessere. Aber ich habe ja noch 3 Schläge. Oh, ein Schlag. Das bringt irgendwie nichts gerade. Boah, das tut so weh, den Loot liegen zu lassen, wisst ihr? Nein, ich will nicht den Loot liegen lassen. Aber wir müssen wohl. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? Hier unten waren wir ja. Hier waren wir. Dann gehen wir mal weiter. Hier waren wir, da waren wir. Ich glaube, man kam nur in die 2 Häuser rein an der Ecke hier. Etwas beschäftigt mich. Ja? Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Genau das. Also haben sie euch gehen lassen. Richtig. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Sie haben Gnade gezeigt, indem sie sie einfach haben im Leben gelassen, ne? Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. WLF-Regeln, die befolgt werden müssen. Alle Anweisungen der WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. Fatruck-Kollabo. Operateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Und was haben wir mit Lea vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Möchtest du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joey über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Tja. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Ja. Tommy war ja bei vielen mit dabei, ne? Okay. Da waren wir. Voll. Voll. Ich möchte ungern meine Plastikflasche, die ich jetzt habe. Ich habe nur eine. Ich möchte die ungern jetzt noch für den Sprengstoff benutzen. Ja, da können wir rein. Das machen wir auch gleich. Hier oben noch irgendwas offen? Ja. Okay. Dann gehen wir mal dort reingucken. Was hast du damit vor? Okay.
Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Mach mal. Das waren hier echt mal schöne Wohnungen, ne? Die Leute hatten, glaube ich, auch Geld, die hier gewohnt haben. Voll. Da liegt ein Brief. Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es fast wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, bis zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Was? Habe ich was verpasst? Nö. Okay, ich habe keine Ahnung. Schräubchen. Das sollen bestimmt Werkzeugkisten sein, oder? Die da so rumstehen. Oh, ein Glätteisen. Das besitze ich auch. Oh, was ist hier? Oh, was ist das? Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfalle. Sprengfallen explodieren, wenn Gegner sich nähern. Drücke R2, um sie abzulegen. Gemacht. Schockbombe. Sprengfalle. Dafür brauche ich auch. Oh, das ist nett. Super. Dafür brauche ich auch Plastik. Ich glaube, hier in dem Durchlauf wird einfach Plastikflaschen und so ein Plus Ultra für Sprengfallen und Schalldämpfer. Aber sehr cool, wir haben eine Sprengfalle. Hat es sich gelohnt? Ja. Ja. Gute Ausbeute. Ja, wisst ihr was? Ich mache das jetzt so. Ganz einfach, damit ich den Sprengstoff noch mitnehmen kann. Sonst ärgere ich mich, wenn ich den Sprengstoff hier lasse. Irgendwann werde ich ihn brauchen und dann habe ich ihn nicht. So. Kamen wir hier drüber? Ja, mit der Mülltonne, ne? Kamen wir da drüber? Na, jetzt. Ellie? Die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Da hinten war da noch so ein Dingsplatz. Vielleicht lag hier noch was. Aber wir hätten auch übers Hotel gehen können, siehst du. Da oben ist einer. Der war echt schlimm. Du spinnst. Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als ständig nur Burritos. Ich hasse die. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angehe? Der steht da noch. Ja, dann red nicht dauernd übers Essen. Ja.
Ich hätte gern erstmal den oben auf dem Dach weg, irgendwie. Na, wo zum Teufel ist das Mädchen? Sie ist hier in der Nähe. Und sie ist wirklich kein Scar? Sie saß auf einem Pferd. Nein, kein Scar. Na, dann werden die Scars sie wohl töten. Erledigen wir das, dann können wir endlich essen, okay? Garantiert finden Scars oder Infizierten sie vor. Gut. Dann nehmen wir eben nur ihre Leiche mit. Ich hab, bis der wieder zurückläuft, glaube ich. Klar. Hä, wo ist Dina hin? Wieso ist die runter? Warum ist Dina jetzt hier einfach vom Dach gefallen? Wo ist die denn hin? Dina! Ah, sie ist wieder oben. Dina ist ja sowieso unsichtbar. Alter, Dina, weißt du... Ich weiß nicht, wie weit der eine mit rumläuft. Sind die denn jetzt hin, die zwei Typen? Ich weiß nicht, Dina ist halt irgendwie kaputt, oder? Kann das sein? Mach mal. Was sind die denn jetzt hin? Das ist Nummer 1. Das ist die... Die stehen hier zu nah zusammen. Funktioniert ja nicht. Ich bin ein zu großer Schisser. Kommen die von hier rum oder von wo kommen die denn?
Müssen sie ja, ne? Vielleicht können wir uns ja hier die hier rumkommen einkrallen. Ich weiß ja nicht, wie weit die Troller da vorne hier rumläuft. Wo läuft der andere jetzt lang? Ey, jetzt läuft der... Ausgerechnet, jetzt läuft er alleine da rein, ne? Der kam hier aus dem Fenster. Ist die Trulla? Das sind sie! Scheiße! Gleich hier! Komm, come on. Das wollte ich vermeiden. Sie sind da lang gelaufen. Sind es jetzt nur die beiden oder haben die jetzt... Wie konnten sie entkommen? Gebiet durchkämmen! Findet sie! Schnell! Andere Dusche. Welche übrig? Nein, glaub nicht. Gut. Shit. Puh. Erkennst du einen von denen? Nee. Nein. Vor allem jetzt nicht mehr. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Ja. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Mann, das war blöd, dass die ganze Zeit waren die hier zu zweit. Und dann, wo ich mir den einen da grabben will, trennen die sich. Wirklich. Halt. Junge, ey. So, von da hinten... mal quasi gekommen. Oh, ein Halloween-Laden. Keine gute Erinnerung. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Und wir wissen warum. Okay. Ich
sie halt oft, ne? Komm, dann erschieß mich jetzt halt. Weg mit dir. Das war halt einfach nur richtig dumm. Außenrum! Komm. Sein. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass an der Tanke noch welche kamen. Habe ich das verdrängt? Noch mehr? Nein. Wie viele haben die dir hinterhergeschickt? Zu viele. Das lief jetzt halt nicht so optimal, ne? Meine ganze Schottimmunie verballert. Naja. Ich habe es überlegt, mich umklatschen zu lassen. Und dann dachte ich so, ah nee, komm. Es muss halt auch solche Situationen geben. Hier drin. Ja, okay. Da waren wir jetzt hier. Also ich weiß, dass man das auch sneaky machen kann, aber ich war jetzt gerade eben leicht überfordert. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich war leicht Panik. Alles voll. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal hier dran. Puh, dann machen wir schnell noch Waffen aufrüsten und dann ist die Pause auch schon wieder. Die Pause. Oh mein Gott. Die Folge auch schon wieder vorbei. Holy moly. Machen wir ein Zielfernrohr dran? Ja. Ja, komm. Mach mal.
dann... Stabilität, Kapazität. Okay. Machen wir noch die Stabilität. Die Feuerrate 40. Ja, sparen wir mal auf die Feuerrate. Okay. Puh! Haben wir hier alles, ja, ne? Ich war der Meinung, in der Tür war auch was drin. Aber ich wollte die Folge beenden. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Und dann bin ich hoffentlich nicht so voller Panik und finde hoffentlich wieder etwas Shotgun-Muni. Also bis dann, macht's gut. Tschüss!